Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Mini-Haul für dich, weil ich ein kleines Paket zugeschickt bekommen habe von der Firma Lucky Fine. Und das möchte ich dir gerne einmal zeigen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich glaube, Lucky Fine, das liest du immer mal wieder, so auch auf Amazon zum Beispiel, da haben die ja auch ihren Shop oder bieten da quasi die Ware an. Und ich war immer so skeptisch. Ich habe mir gedacht, wenn das so günstig ist, kann das überhaupt was sein? Und ja, doch, das ein oder andere. Ne? Ich habe das jetzt hier auch so in der Hand auch schon gehabt oder auch am Fuß gehabt und es gefällt mir wirklich gut. Apropos am Fuß gehabt, ich fange jetzt einfach mal an mit den Füßen. Und zwar habe ich mir Schuhe ausgesucht, vielmehr Stiefel. Und das sind diese Teile hier. Das sind so richtig geile Herbststiefel. Das finde ich klasse. Ich habe ja Schuhgröße 41, deswegen ist es mit mir und Füßen immer so eine Sache. Das hier sind jetzt tatsächlich flache Stiefel. Ansonsten habe ich gerne auch mal so hohe, also mit Absatz und so. Das mag ich immer ganz gerne. Das hier sind aber flache und was ich halt so geil finde, das sind mehrere Faktoren an diesem Ding. Das ist einmal, dass du hier dieses Überlappende hast. Das heißt, das wirkt so ein bisschen wie so ein Reiterstiefel und lässt dann halt den Fuß an sich auch ein bisschen kleiner wirken. Das finde ich immer sehr, sehr angenehm, weil ich habe schon Riesenfüße, Leute. Ne? Genau, dann hat das hier so Applikationen und hier oben ist es halt so richtig kuschelig, hat einen schönen breiten Schaft, was ich immer sehr, sehr gut finde, weil ich habe nicht so unbedingt schmale Waden. Ich habe relativ muskulöse, breite Waden. Das finde ich aber, ne, ich mag das. Und ja, das ist auch mit leichtem Schimmer, aber jetzt nicht so doll. Ich glaube, man sieht es auch wirklich jetzt nur hier. Wegen der Faser ist das, glaube ich, auch nur. Ich glaube, das ist jetzt nicht irgendwie explizit eingenähter Glitzer oder so. Ich glaube, weil das halt irgendwie, ne, irgendwie Polyester oder sowas ist. Genau, von innen sind die auch schön gefüttert. Und ja. Die sind eigentlich ganz geil und ich finde, die sehen auch echt schick aus. Und ich habe heute auch so ein chilliges Herbstoutfit an. Da kann ich doch einfach mal auch diese Stiefel anprobieren und dir zeigen, wie es angezogen aussieht. Ist natürlich mit Reißverschluss, ne? Ja, der Reißverschluss ist jetzt nicht so wunderbar leichtgängig, muss ich gestehen. Also da habe ich tatsächlich Stiefel, wo es einfacher geht. Also das ist... hakt ein bisschen. Achso, von innen sind die übrigens auch schön weich gefüttert, ne? Da ist so ein schönes Fell drin, das ist ganz, ganz toll. Also die kannst du sowohl im Herbst so schön zum Rock anziehen, als auch dann im Winter, wenn es vielleicht ein bisschen kälter ist. Ja, so. Wie mag wie das? Ich kann dir das zum einen so zeigen. So sieht es angezogen aus. ich finde es total bequem, ich finde es mega schön. Also meine Wade hat hier auch echt noch Spiel, ne? Das finde ich auch sehr, sehr praktisch. Ich mache das tatsächlich übrigens so, wenn ich so einen Rock anhabe, ne? Nur mal so als kleiner Lifehack und ich mein Handy irgendwo lassen will und halt keine Möglichkeit habe, das irgendwo anders an meinem Körper zu verstauen aufgrund von keine Taschen, nehme ich mein Handy. Mache ich das denn jetzt am besten? Kann ich hier hinten meinen Fuß hinstellen? Ja, läuft. Und dann stecke ich das Handy hier einfach rein. Tada! Ne? Ich habe schon sehr viele Leute damit extrem verwirrt, dass ich da mein Handy reingesteckt oder halt rausgeholt habe. Aber wenn du keine Taschen hast, jetzt zum Beispiel an meinem jetzigen Outfit, ne? Es ist einfach so ein langer Pulli, dann habe ich hier ja so eine schicke Leggings drunter. Ich besitze keine Taschen, möchte mein Handy aber doch irgendwie an mir tragen und ja, einfach in den Stiefel stecken, läuft und da passt das astrein rein. Ja. Von der Größe her sind die Stiefel auch wirklich passend. Also ich habe hier vorne noch Spiel. Das ist hier auch eine schöne, harte Geschichte. Ne? Also da, ja, ich würde jetzt nicht sagen Steilkapp oder sonst irgendwie, aber es ist einfach bequem und ich finde es auch ganz gut. Und ich denke, so kann ich im Alltag auch ganz gut damit zurechtkommen. Ne? Es hat auch eine schöne Höhe. Also ja. Ja, gefällt mir. Tolle Stiefel, 1A. Also da vielen, vielen Dank, Lucky Fine. Das habt ihr super gemacht. Dann habe ich hier ein Produkt, was ich gerne verlosen möchte in diesem Video. Und zwar habe ich hier eine Matte Liquid Lipstick Kollektion bekommen. Ja, ne? Da sind verschiedene Liquid Lipsticks drin. Dieses Set wird auf jeden Fall in diesem Video verlost. Hier haben wir die 6 verschiedenen Töne und das sind halt richtig schöne Herbsttöne. Ne? Also nicht nur die Verpackung lässt darauf schließen, weil da halt so eine Herbstblume drauf ist tatsächlich, sondern auch das Set an sich. Also dementsprechend, da kannst du wirklich super mitarbeiten. Ich habe jetzt zum Beispiel auch unter meinem, ja, also meine Lippenkombi ist so ein bisschen 90er Jahre heute. Ich habe auch so ein, von Stila habe ich ein, so etwas, ja, lila, weiß ich nicht, Farben.
sehr, sehr komisches, aschiges Tönchen. Und darüber habe ich mir einfach so einen Lip-Topper gegeben. Von Huda Beauty ist es einer, so ein Lip-Strobe. Und damit kannst du dann halt auch so etwas aschigere Töne etwas aufpeppen. Oder halt allgemein Liquid-Lipsticks oder matte Liquid-Lipsticks ein bisschen glossiger machen. Ne? Da bin ich ja eher Fan von. Und das sind wirklich tolle Farben. Die finde ich wunderschön. Das darf ich hier in diesem Video verlosen. Das finde ich auch sehr, sehr lieb, dass Lucky Fine das gesagt hat, dass ich das darf. Ne? Cool. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, ist einfach, schau in die Infobox, da steht ein Hashtag drin, den kannst du verwenden. Und ja, dann schreib mir einen lieben Kommentar, lass mir einen Daumen nach oben da, lass mir ein Abo da, falls du es noch nicht gemacht hast. Und ja, jetzt sind die nächsten Produkte dran. Und zwar habe ich mir eine neue Geldbörse gegönnt, denn meine Geldbörse ist auf. Ja, die ist nicht mehr so schön. Und da hat Lucky Fine diese hier angeboten. Auch da dachte ich erst so, ob das was ist. Ja, ist es. Also das ist hier verschlossen mit so einem Knopf, Druckverschlussknopf. Und dann kannst du die aufklappen. Und die sieht wirklich super hochwertig aus. Ja. Hier kannst du dann entsprechend irgendwelche Dokumente oder Scheine reinmachen. Genauso wie hier auch. Hier in diesem Mittelfach, was halt mit dem Reißverschluss abgeschlossen ist, kannst du deine ganz normalen Geldstücke reinmachen. Kann man hier oben noch was reinstecken? Ne, da kannst du nichts reinstecken. Aber hier unten kannst du Karten reinmachen, hier kannst du Karten reinmachen. Also, ne, ich denke, damit ist es jedem ganz gut geholfen. Und ja, also ich finde es optimal. Das ein oder andere Fach mehr hätte mir auch noch geholfen, weil ich bin echt so ein Mensch, ich brauche 5 Milliarden Fächer in meinen Geldbörsen drin. Ne? Aber ich finde es einfach von der... Von der Verpackung her auch richtig schön. Es ist ja nicht handlich, ne? Es ist riesig, aber ich mag solche Riesenteile. Und so sieht das dann aufgeklappt von dieser Seite aus. Ich finde es ganz schön. Also doch, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Da bin ich auch sehr gespannt, wenn ich dann die Sachen drin habe, ob ich das auch noch zukriege. Doch, ich glaube schon, ne? Ja, da geht wohl was rein. Genau, das habe ich auf jeden Fall auch mir ausgesucht und finde ich echt schön. Das ist schick. So, und dann habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich mir die ausgesucht habe, oder ob die halt nachher in einem Gespräch kam. Und zwar habe ich eine Tasche bekommen. Das ist so eine Tasche. Die ist perfekt für den Herbst, finde ich. Ich finde die wunderschön. Ich finde die sportlich. Ich finde die elegant. Ne? Die sieht richtig klasse aus. Die fühlt sich total hochwertig an. Die stinkt nicht. Und ja, ne? Die hat hier halt so Zierviecher. Hat hier einen Henkel zum Anpacken. Ich glaube, hier ist auch irgendwo noch ein Gurt mit dran, dass ich mir die überhängen könnte. Was ich persönlich für mich, weil ich so ein Überhängetaschenmensch bin, besser finde. Dann, ja, hier geht es dann noch weiter, dass du hier auch wieder diese Applikationen hast. Dann hast du hier hinten noch ein Fach. Da kann man dann, keine Ahnung, sein Handy reinmachen. Ich mache in solche Fächer immer gerne meine Slip-Einlagen rein. Da komme ich dann auch immer besser dran, wenn ich dann irgendwo auf einer Toilette bin, dass ich die auch mir rausnehmen kann. Hier unten drunter, damit die Tasche nicht kaputt geht, hast du so Füßchen. Das sind 4 Stück. Und ja, das finde ich echt toll. So, jetzt machen wir die mal auf und gucken rein. Füllmaterial. Ja, hier haben wir den Henkel. Das ist super. Da möchte ich mir die mal umhängen. Oh ja, das ist richtig klasse. Ne? Das gefällt mir. Die hat auch eine schöne, schöne Größe. Das ist klasse. Ja, die perfekte Tasche so. Auch für die Arbeit. Ne? Da kannst du gut was drin lassen. Aber sie ist halt nicht zu klobig, zu groß. Das ist echt toll. Und jetzt gucken wir mal rein. Oh, da sind richtig viele Fächer drin. Oh. Die ist von innen auch nochmal richtig schön mit so einem schwarzen Polstervieh gepolstert. Und hat hier noch richtig viele Taschen drin. Also, hier haben wir den Blick in die Tasche. Das ist jetzt schwierig, weil es schwarz ist. Ne? Das ist sehr, sehr schwer jetzt einzufangen und euch zu zeigen. Wir haben hier ein Handyfach drin, dann ein Fach für Stifte. Halt dieses klassische, dass du diese 2 eingenähten Viecher drin hast, aber es ist schwarz. Ihr könnt es nicht wirklich sehen. Dann hast du hier an der einen Seite ein großes Fach. In der Mitte, abgetrennt, hast du ein Fach, was mit einem Reißverschluss verschlossen ist. Das kann ich dir hochhalten. Ist ein bisschen schmaler. Na. Noch nie geöffnet, Leute. So. Das ist ein bisschen schmaler und ein bisschen kleiner. Da kannst du dann auch so, ja, Lippenstift, keine Ahnung, irgendwas reinpacken, wonach dir gerade so ist. Und dann hast du dann noch ein weiteres Fach auf der anderen Seite. Und dahinter hast du nochmal so ein Reißverschlussfach. Also hier sind wieder richtig viele Fächer drin. Das gefällt mir. So ein Seitenreißverschlussfach. Da geht auch nicht allzu viel rein, ne? Also so ein bisschen meine Hand. Und ja, doch.
Das ist eine schöne Tasche und da werde ich nachher meine Sachen umpacken, dass das jetzt quasi meine Herbstarbeitstasche wird. Das finde ich klasse. Genau. Ja. Also, ich weiß nicht, kann man die... Muss mal gucken. Nee, also so über ein... Also eine Achseltasche ist es nicht, wenn, dann kannst du die nur so tragen an dem Henkel. Ansonsten sind hier Henkel für mich oder wenn ich halt auch eine dicke Jacke trage, einfach zu schmal, zu klein. Aber ich finde die schön. Die gefällt mir. Oder? Was meint ihr? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ich finde solche Erdtöne oder solche Beige-Töne, solche Brauntöne bei Taschen jetzt gerade im Herbst total schön. Und das Portemonnaie passt fast farblich dazu. Es ist ein bisschen zu hell. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass es farblich zusammenpasst. Aber na, das ist nicht so schlimm. Ja, aber schick. So, ich kriege jetzt gerade ganz warme Füße. Das heißt, ich müsste so langsam mal diese Schuhe ausziehen. Und das waren tatsächlich auch schon die vier Teile, die ich in dem wundervollen PR-Paket von Lucky Fine bekommen habe. Ich setze dir auch mal den Link zu allen Produkten unten in die Infobox. Dann kannst du auch mal gerne in dem Shop stöbern und vorbeischauen. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Hauls. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!